Wie schnell diese Luxuslimousine zur todbringenden Waffe werden kann, zeigt ein Unfall auf der A5. Am 14. Juli beobachten Zeugen ein Rennen zwischen zwei Daimler-Fahrern. Der Vorausfahrende soll bei Tempo 220 auf einen Kleinwagen aufgefahren sein. So dicht, dass die junge Frau an dessen Steuer erschrak und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die 21-jährige Jasmin A. und ihre zweijährige Tochter Rebecca haben keine Chance, als ihr kleiner Kia an einem Baum zerschellt. Beide sterben noch an der Unfallstelle. Der mutmaßliche Verursacher wird erst 4 Wochen später ermittelt. Unter Tatverdacht Rolf F., 34, Mercedes-Testfahrer. Wer seine Fahrerlaubnis mit einem Waffenschein verwechselt,